Kommen wir zu Schönerem. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Anfang November hat sich unsere Bundesregierung verabschiedet. Hat noch einen letzten Gewaltgipfel durchgezogen. Jetzt wird noch ein bisschen verwaltet und dann ist gut. Dann ist Wahl und aus. Ja, dieser letzte Gewaltgipfel Anfang November aber, da haben sie ja nochmal richtig Nägel mit Köpfen gemacht. Ja. 10 Zoll Nägel mit Diamantköpfen. Aber mindestens. Aber im Mittelpunkt dieses Gewaltgipfels stand dieses Tauschgeschäft zwischen FDP und CSU. Die FDP wollte die Praxisgebühr abschaffen. Praxisgebühr, muss man sagen, ein totaler Flop. Die hat man damals ja eingeführt, damit die Leute nicht mehr so viel zum Arzt rennen. Aber da hat man die Deutschen falsch eingeschätzt. Denn wenn ein Deutscher für ein Quartal schon mal bezahlt hat, dann geht er natürlich nicht nur zu einem Arzt, dann macht er das im Dutzend. Hausarzt, Zahnarzt, Orthopäde, HNO, Proktologe, alles dabei. Ja, und so hat die FDP da auch offene Türen eingerannt. Muss man ihr lassen, da ist sie gut drin, offene Türen einzurennen. Sie rennt sich manchmal sogar den eigenen Kopf an offenen Türen ein. Das sieht man immer wieder, absolut. Aber zurück zum Tauschgeschäft, das ging ja ihr Praxisgebühr, wir Betreuungsgeld. Die CSU, also dass Eltern Geld dafür kriegen, dass sie ihre Kinder nicht in die Kindertagesstätten schicken. Das gibt es jetzt ab nächsten August. Muss man einen Schluck trinken. Also ab nächsten August Betreuungsgeld, dass die Kinder daheim bleiben. Ab nächsten August auch übrigens Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Aber nicht genügend Kita-Plätze. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das mit dem Betreuungsgeld ist allerdings interessant, das gibt es ja schon in ein paar Ländern, die sind aber alle nicht so recht glücklich geworden damit. Man hat sich dort angeschaut, man hat festgestellt, die Bezieher sind überwiegend Frauen, das liegt ja noch irgendwie auf der Hand, und zwar Frauen mit niedrigem Bildungsstand, niedrigem Einkommen und vielen Kindern, oft auch mit Migrationshintergrund. Also eigentlich genau die Klientel, die man ganz gerne in der Kita haben möchte, damit die Kinder auch mal, was weiß ich, sprechen lernen oder sowas. Ja, das soll sinnvoll sein, für so ein Kind sprechen zu lernen, habe ich mal gelesen, damals im Linguistikstudium. Ja. Also man kann sagen, so ein Betreuungsgeld hält genau die Kinder zu Hause, die genau da nicht sein sollten. Ja. Aber ich glaube, so banal denkt die CSU da gar nicht. Nein, die denkt da viel, viel, viel weiter. Die denkt in die Zukunft. Die denkt an die Zeit, wenn aus diesen Kindern zornige junge Männer geworden sind, die allmählich kapieren, dass sie keine Chance haben. Und die darf man nicht zu gut ausbilden, denn dann wird es gefährlich. Betreuungsgeld, eine Maßnahme der inneren Sicherheit. Doch. Ich meine, ernsthaft, nach dem Kofferbomber und nach der Sauerlandgruppe sind wir ja jetzt in Bonn schon wieder am Inferno vorbeigeschraubt, nur weil unsere Terroristen so dämlich sind, funktionierende Bomben zu bauen. Boah, wenn wir die frühkindlich mehr gefördert hätten, mein Gott, ich will gar nicht dran denken.